Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Superliminal. Ich befinde mich gerade im Samstagstream und wollte euch ein paar Secrets zeigen, beziehungsweise das Secret Ending aus Superliminal. Es gibt nämlich eins, mega, mega cool. Wir drücken erstmal auf Start. Dadurch. Ja. Erfahren wir so ziemlich, dass das alles hier ein Ausweg ist. Hier irgendwo sollten Bohnen sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wo. Hier rumliegen. Das ist eine perfekte Vorbereitung, ich sag's euch. Hier irgendwo kann man sich was nehmen. Weiß nicht wo. Wir gehen erstmal hier hoch, ja. Und springen hier lang. So. Wenn ich alles richtig... Da vorne im Übrigen gibt es einen Blueprint für alle, die im Stream dabei sind. Der befindet sich hier. Oh. So, jetzt muss ich ganz kurz die Bohnen finden. Das ist immer gut, wenn ich weiß, wo die sind. Da drüben gibt es nämlich eine versteckte Schachfigur, die man mit Bohnen finden kann. Hier geht es gleich zurück zum Secret End. Hier hinten geht... Okay. Ich frage mich gerade, wo die Bohnen sind. Ich gucke dazu ganz kurz im Internet. Wartet. Bloß... ich weiß es nicht. Okay, und zwar hier oben, weiß nicht, ob vorne oder hinten, ist auch egal, glaube ich, erstmal. Oder können wir gucken, was für Werte dieses Ding hat, diese Bohnen. Aber jetzt geht er drauf. Hüpf. Ach, halt dich doch fest, Mann. Da fliegt halt einfach aus dem Weg, Bohnen. Ihr seid die Besten. Und zwar soll es angeblich, wenn man hier hochgeht, sich hier festhält. Das funktioniert super. Ich habe mich nämlich immer gefragt, gibt es einen Weg aus den Fenstern raus? Ja, den gibt es. Und hier gibt es eine Schachfigur. Liebe Leute. Die befindet sich einfach hier. So, wie wir zum Secret Exit kommen. Komm mit. Müsste ich jetzt nachgucken, weil ich nicht weiß, wann und wie sich diese Tür hier öffnet. Dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sollte sich das öffnen. Leute? Sag nicht, dass das Secret Ending nur ein einziges Mal erreichbar ist und ich jetzt umsonst dieses Video hier aufnehme. Ja, aber das ist... Also, ich hab's hier auf YouTube, ja? Hier, Superliminal Secret Ending. Secret Ending. So. Was macht denn der? Weil wir hatten vorher auch schon diese Sounds. Nee. Ich hoffe, das Zeugs bleibt eingespeichert, der Blueprint und so. Oh, es ist da! Lol. Okay. Keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal funktioniert hat und vorher nicht, aber ist ja nicht mein Problem. So, Blueprint ist aktiviert. Ich bin mir sicher, dass man den auch bestimmt hier irgendwie durchaktivieren kann. So, jetzt. Normalerweise geht diese Tür nämlich nicht auf. Aber für uns jetzt schon. Und ich würde sagen, stopp. Ich kümmere mich jetzt mal rum. Schließlich, ich nehme das ja nebenbei in einem Stream auf. Deswegen, muss ich ja auch ein bisschen Streamübersicht noch haben. So, jetzt ist ja auf einmal alles wunderbar hell und da sind mehr solche Figuren. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients. Das ist noch so einer. Wunderschönen guten Tag. From the standard orientation protocol. Ja, die Kartons sind eigentlich weiß. Gar nicht so toll. Da hinten war ja der Secret Button. Leute, falls ihr euch den Stream noch nicht angeschaut habt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung. So.
Scheint, als müssten wir hier lang. Das ist neu. Oder? Nee. Im Übrigen, das ist wirklich schwarz alles. Ganz, ganz weird, dass das alles schwarz ist. Falls ihr euch das normale Let's Play nicht angeschaut habt. Und jetzt nur das Secret Ending. Hört doch gerne auch mal in die Playlist rein, damit ihr die anderen Folgen auch angucken könnt, damit ihr überhaupt wisst, wo wir hier gerade sind. Hier, das ist der, der vorher hier auf dem Hocker stand. Der steht jetzt nicht mehr da. Genau. Und je weiter wir zurückgehen, desto mehr dieser Secrets finden wir. Kann man das Radio nochmal aktivieren? Ich weiß es nicht. Hello. Ja? My name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. Er scheint hier runtergesprungen zu sein. Ich weiß nicht, ob wir... Wir kommen hier rüber. Mr. 100% Heini. Oh, hier ist sogar ein Weg. Man kommt hier rüber. Okay, jetzt ist sus. Hier war ich noch nicht. Was gibt es hier für ein verstecktes Secret? Nichts! Really? Schade. Hier war von oben kommt man. Ja, okay. Und zwar, das Secret Ending befindet sich, wie schon vorher im Stream gesagt, hier unten. Bitte holt euch irgendwelche Kopfhörer und zieht sie aus. Dieses Ding kann reden. Ich weiß, was das ist! In irgendeinem späteren Teil ist das Radio verglitscht und Glenn Pierce bildet keine richtigen Sätze mehr. Und das ist genau das, was er sagt. Oh, Leute, wie lol ist das denn? OMG. So, hier müsst ihr das Radio aktivieren dann. Das befindet sich hier vorne links. Door opening. Damit öffnet sich hier die Tür und wir können hier durchsteppen. Und da vorne ist es. Leute. Das war's. Das ist das Ende von Superliminal. Und jetzt kriegen wir noch so ein cooles Outro. Mit Hunden. Mit Hunden. Wahrscheinlich vom Entwickler. Oh, das bleibt leider stehen. Kann ich nicht die Aufnahme-Dings öffnen. Leute. Ist das nicht... Schaut euch diesen Hund an. Der hat ein Meerjungfrauen-Outfit. Ich find's total cool, dass das mit eingebaut wurde. Wir haben einfach Hunde im Screen. Permanent jetzt. Das ganze Ending lang. Und das ist das versteckte Ending, meine lieben Freunde. Ist das nicht genial, dass sowas mit einprogrammiert wurde? Ich lasse natürlich die Credits noch einmal durchlaufen. Credits müssen gegeben werden, vor allen Dingen bei so einem grandiosen Spiel. Thanks to the guys who made this game. You are the best. Wahnsinn. Echt, echt cool. Schön, dass ich jetzt auch herausgefunden habe, was diese komische Schachfigur in der Tüte sagt. Ich habe es nämlich nur in diesem End or But. Das hat dieses Ding gesagt, das habe ich verstanden. Und das sagt Glenn Pierce in einem späteren verglitschten Radio wieder. Falls ihr das sehen wollt, schaut auf jeden Fall die Playlist an. Genau. Und ich verabschiede mich an diesem Punkt. Ich muss ganz kurz in mein anderes Overlay. Und sage bis dann und ciao, Leute. So. Und jetzt die Credits. Vielen Dank fürs Träumen.
bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.